herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon, heute soll es um ein Schweißgerät gehen. Und zwar ist das ein, wie es im Titel steht, Scheunenfund. Nicht wirklich, das Gerät steht schon ewig hier rum, noch aus Erbschaft. Und weil ich ein anderes habe, das kann ich euch auch nochmal zeigen, steht da hinten. Das ist ein 300er EWM, also 300 Ampere. Damit mache ich eigentlich alles. Habe ich dieses Gerät hier nie ausprobiert. Aber warum soll das nicht gehen? Also das stand immer in der Ecke unbenutzt. Wie gesagt, noch aus Erbschaft. Ich wusste nie, ob es geht. Und das wollen wir heute gucken. Wir wollen erstens gucken, ob es geht. Und zweitens wollen wir nicht einfach gucken, ob es geht. Das ist eine Mic-Mac-Anlage, also eigentlich hier für Schutzgas. Ihr seht das hier. Hier hinten ist der Anschluss für Schutzgas. Ich zeige gleich mal, was noch installiert ist. Wir wollen es aber heute mit diesem Draht hier probieren. Ich habe einfach diesen gekauft. Ohne Werbung, das war der erste, der mir vorgeschlagen wurde. Und zwar ist das ein Draht, der ähnlich wie eine Elektrode funktioniert. Oder funktionieren soll. Ich habe damit noch nicht gearbeitet. Heißt, man braucht kein Schutzgas. Das ist quasi eine endlose Stabelektrode auf Spule. Ich packe das gerade mal aus. Der eine oder andere kennt das vielleicht schon. Ich noch nicht. Und weil ich für das Gerät, weil ich wie gesagt nicht mal weiß, ob es geht, nicht extra eine Gasflasche noch holen wollte, habe ich hier einen 08er Draht, der wie gesagt, so sieht der aus. Das ist eine sehr kleine Spule, da gucken wir gleich mal, wie wir das hinkriegen. Und ja, ansonsten was gibt es da viel zu sagen zu dem Gerät? Elektra Bicom, ich glaube 160 Ampere Gerät. So. Ja, 160 unten steht's, CO2 160 35 T Kombi 160 Ampere bei, was steht hier, 160 Ampere 35%. Ah, okay. Gut. Ist recht einfach an aus. Wir haben sieht man das? Ja, wir haben 220 oder 380 Volt Eingang. Das ist sowas wie bei anderen Geräten Stufe 1, Stufe 2, würde ich mal behaupten. Ist aber auch nur ein Stecker dran. Ist aber auch nur dieser Stecker dran. Könnte man jetzt natürlich noch hier einen Adapter bauen, da könnte man wahrscheinlich auf 230 schweißen. Wir nehmen mal 360 nur. Dann haben wir 6 Schaltstufen und einen variablen Vorschub. Dann haben wir hier einfach unsere Masseklemme. Sieht man schon, das ist ein kleineres Gerät, was heißt kleiner, 160 Ampere. Aber man sieht das schon hier am Kabel. Also das ist ein deutlich dünneres Kabel als drüben an dem EWM. Ich weiß gar nicht, ob das hier drauf steht, wie viel. Es hat aber auch sogar diesen, kennt ihr vielleicht diesen kleinen Stecker nur. Hat auch ein kleines Elektronenschweißgerät von mir. Üblich ist eigentlich der große Anschluss heute. Wie gesagt, das Gerät stand schon ein bisschen, aber wollen wir mal gucken, wenn es schweißt, warum nicht? Warum nicht? So, wie gesagt, wir haben hier nur eine große Dose, 16 Ampere ist das. Ja, richtig. Und genau. Hier habe ich schon zwei Probefläche dann, wenn es gleich läuft. Jetzt gucken wir nochmal ins Gerät. Also von außen sieht das schon mal in Ordnung aus, sage ich mal. Ich empfehle immer so ein Gerät dann mal ein bisschen abzupusten, abwischen, abwaschen ist schwierig, besser nicht. So, okay, hier haben wir noch eine Rolle drauf. Das ist, wenn wir uns vorne die Pistole aufmachen und gucken, was es ist. Es steht immer auf der Düse drauf. Das ist ein 08, wenn ich es richtig lese. Ja, genau, 08. Ist jetzt sehr klein, das werdet ihr nicht sehen, wenn ich es euch hier reinhalte. Ist 08. Das heißt, unser neuer Draht passt. Den Draht hier mache ich jetzt runter. Wir können es auch damit probieren. Wie gesagt, ich habe extra kein Gas geholt. Wir können es auch damit erstmal probieren, aber ohne Schutzgas. Mit dem normalen SG3 oder SG2 Draht. Das bringt sowieso nur Poren. Mal gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Also hier ist einfach eine.
mal lang. Muss ich anholen. Hier ist einfach eine Spannschraube drauf. Also das ist nur ein Einspulenvorschub, wenn ich das richtig sehe. Das Gerät drüben hat 4. Genau, das ist nur eine angetriebene. Das ist nur eine angetriebene mit einer Gegenrolle. Das drüben hat 2 angetriebene, die hinten über einen Zahnrad das obere mitnehmen. Also wenn man so will, Allrad. Beziehungsweise alle 4 ziehen den Draht rein. Das hat nur eine. Das hat auch hier, wie es aussieht, kann man hier drehen. Genau, hier oben drauf sitzt eine. Schlitzschraube, kann man drehen. Das heißt, die Nut hier, sieht man jetzt nicht so gut, hier vorne ist eine Nut mit 1 mm und die hinten ist 0,8. Das heißt, das ziehen wir jetzt raus. Besser ist noch, aber ich habe eben schon geguckt, beziehungsweise ich hatte das glaube ich schon mal offen, weil der Draht nicht mehr bis hier vorne drin war. Deshalb können wir das so langsam vorsichtig rausziehen. Und dann müssen wir gleich mal gucken, weil hier nur so eine große Spule drauf ist. So, das war's schon. Immer drum wickeln, sonst habt ihr es in der ganzen Garage. Ah, okay, das gehört auch nicht original so. So eine Spule habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das werde ich jetzt mal deinstallieren. Jetzt drüber gedrückt einfach. So. Und jetzt haben wir natürlich hier diese kleine Spule deutlich kleiner im Durchmesser. Ich würde jetzt mal probieren, was passiert, wenn ich das hier abschraube. Ne, da haben wir auch nur so eine dicke Welle. Das heißt, wir müssen basteln, um das zu probieren. Wir machen das hier nochmal raus. Ich habe schon eine Idee. Ist zwar nicht professionell, aber zum Probieren könnte das so funktionieren. Das könnte funktionieren. Ist natürlich immer besser, wenn eine Feder drauf ist. Das heißt, da muss ich nochmal im Nachhinein was bauen. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Da muss ich nochmal was bauen, dass eine Feder drauf drückt. Oder eine größere Spule einfach nehmen. Den Dorn hier tauschen. Oder hier neben noch einfach. Genau, da könnte man einfach hier neben noch was setzen, was man dann nach unten wegschrauben kann oder nach oben. Zum Probieren wollen wir es erstmal so probieren. So, ich habe jetzt einfach mal eine Scheibe drauf gemacht. Fäden wir den erstmal ein, hier den Draht. So. Nicht ganz einfach jetzt. Ah, das kriegen wir alles hin. So, dass er noch abläuft. Ja, das sollte funktionieren. Jetzt fäden wir den hier ein. Geht das schon von der Rolle? Das war klar. Deshalb ist wichtig, dass da eine Feder drauf sitzt, die das Ganze unter Spannung hält. So, jetzt haben wir den Draht hier vorne. Jetzt fummeln wir den einmal hier rein. Und das war's schon. Jetzt geben wir hier leicht Vorspannung drauf. Das ist hier oben nur, das kann man ein bisschen drehen, das ist hier oben tatsächlich nur ein Kugellager, was dagegen hält. So,
Dann sorgen wir mal für Spannung. Man muss auch Spannung anlegen. Jetzt wird das nichts. So, eingesteckt, das Gerät geht direkt los. Warum? Weil ich natürlich vorne noch auf die 380 Volt gestellt hatte, auf die Spannung. Und das Gerät macht direkt irgendwas. Wird wahrscheinlich ein Lüfter laufen. Jetzt gucken wir mal, wenn ich hier drauf drücke, ob der Vorschub läuft. Jawohl. Das funktioniert mit unserer provisorischen Lösung schon mal. Das Gerät hat auch kein 4- oder 2-Takt nur. Das hat nur rein 2-Takt. Also, solange ich drücke, solange kommt was. Jetzt gucken wir mal, bis wann hier vorne was kommt. Also es ist ein sehr einfaches Gerät, keine Frage. Aber für Hobbybereich, warum nicht? Probieren wir es mal. Moment, so, da ist es schon. Das heißt, das funktioniert schon mal. Jetzt machen wir die Düse hier drüber. Drehen wir mit dem Werkzeug noch fest. Das Gerät hört sich ein bisschen komisch an, wenn man was anderes gewöhnt ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Draht abschneiden. Müssen wir mal gucken, ob es zugeht. Ob jetzt noch Draht kommt oder ob die Spule klemmt. Ne, jetzt klemmt die Spule anscheinend. Lassen wir es mal so offen für den Test. Ist ja auch kein Problem. Und ja, jetzt kommt es besser. Genau. Machen wir das mal wieder drauf. Gut. Dann bereite ich kurz ganz einfach was vor, dass wir oben schmeißen können. Gehen wir einfach ein Stück zurück. Gehen das Ganze ein bisschen runter. So. Doch überlegt, Flux die Werkbank zu holen. Bisschen professioneller kann man das ja schon mal machen. Nicht immer alles am Boden hudeln. So. Spannen wir mal die Teile ein. Beziehungsweise sind ja noch nicht geheftet. Ich würde jetzt mal probieren, so zu heften einfach. Ich stelle das Gerät dafür mal auf Stufe, das ist jetzt 5er Blech, ich stelle das Gerät mal bei 160 Ampere, ich stelle es mal direkt auf Stufe 5 und auf einen Vorschub von, Vorschub geht bis 20, mache ich mal einen Vorschub von 14. Würde ich mal probieren. So. Handschuhe, Brille. Beziehungsweise Handschuhe und Schweißhelm, nicht Brille. Das fehlt natürlich noch, so wird das nicht funktionieren. Das wird gerade noch gesehen zum Glück. Ohne Masse wird das nicht funktionieren. Bin ich mir sehr sicher. Ich kann natürlich auch Masse an den Schraubstock anlegen. Mache ich eigentlich nicht so gerne. Oh, hier ist die Klemme auch schon ziemlich im Eimer. Probieren wir es einfach mal so versetzt.
gucken wir, ob ich das so heften kann. Dann ziehen wir einen Helm auf. Gucken wir, ob wir eine Naht legen können. So, Achtung, mal gucken, ob das zündet so. Okay, es funktioniert tatsächlich. Aber wie ihr merkt, es kommt viel zu wenig Dampf. Jetzt mal Vollgas, Stufe 6 und 20. 20er Vorschub. Okay, das ist genug Strom, aber zu viel Draht jetzt. Gehen wir da nochmal zurück. Also es schweißt und es bildet auch keine Krater. Das heißt, dieser Draht funktioniert schon mal. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir beidseitig einen Einbrand kriegen. Der Vorschub kommt sehr unregelmäßig. Vorschub kommt sehr unregelmäßig. Der schießt erst viel Draht und dann kommt wenig. Es ist schwierig damit anzufangen. Wahrscheinlich, wenn man einen Anfang hat, dann geht es erstmal, wenn man sich dran gewöhnt hat. Jetzt hängt der Draht. Ja, der Draht ist das Problem. Zünden tut es, aber es kommt viel zu wenig Draht. Gehen jetzt mit dem Vorschub noch mal ein bisschen höher. Okay, das ist zu viel Draht. Ich habe jetzt die Spule mal ein bisschen gelockert, vielleicht war das auch das Problem. Noch deutlich zu viel Draht. Jetzt wird es schon besser. Jetzt ist es schon wesentlich besser geworden auf der anderen Seite. Konnte man schon mal eine Naht ziehen. Das heißt, das kurz mal zu zeigen. Das sieht natürlich noch nicht schön aus. Das muss natürlich noch viel besser werden. Hier ist natürlich jetzt auch, hier müsste natürlich auch Schlacke drauf sein. Ja, ein bisschen. Nicht wie beim Elektrodenschweißen, aber ein bisschen mehr Schlacke als beim Max-Schweißen. Und geben noch mal Masse dran. Stellen das jetzt noch mal ein bisschen ein. Aber es funktioniert. Es funktioniert ohne Schutzgas zu schweißen. Das ist schon mal super für den Heimbereich, behaupte ich mal. Das Problem war hier, die Schraube war zu fest. Da kam nicht genug nach. Jetzt gehen wir noch ein bisschen runter mit dem Vorschub. Dann probieren wir es noch mal ein bisschen schöner. Ja, das ist eine Einstellungssache. Also, man sieht, das ist viel zu viel Material jetzt.
Aber es funktioniert. Es funktioniert ohne Schutzgas. Das finde ich gut. Also klar, viel zu viel Material, aber es funktioniert. Es lässt sich damit schweißen und Metall verbinden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ist wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen der Vorführeffekt, und weil ich nicht so häufig schweiße in letzter Zeit, ein bisschen Übung. Natürlich mit so einem Gerät nicht so einfach einzustellen, ob ich nochmal eine schönere Naht hinkriege. Ich probiere es nochmal. Ja, es liegt im Prinzip einzig am Vorschub. Dadurch, dass die Rolle klemmt oder eben manchmal nicht klemmt. Kriegt er keinen Draht. Kann natürlich auch sein, dass der Vorschub defekt ist am Gerät. Ne, jetzt kommt deutlich weniger. Jetzt habe ich zurückgedreht, jetzt kommt deutlich weniger. Drehe ich mal richtig hoch. Dann nehmen wir mal so und gucken, ob wir eine breite Lage damit legen können. Der hier auch Luft hat, ja. Jetzt hängt da vorne. Sein, dass ihm das zu viel Energie ist, weil er direkt immer fest brennt. Ich weiß halt auch nicht, wo das Gerät eventuell eine Macke hat, auf welcher Schaltstufe, aber es funktioniert. Im Großen und Ganzen. Ich glaube, wir gehen mit der Energie noch mal runter. Also man sieht schon, das geht schon. Das schaltet schon die Energie runter. Düse bleibt auch oft kleben, da muss ich mal eine neue reinmachen. Also das geht schon. Fünf und acht war ganz gut, ganz gutes Schweißergebnis. Ist natürlich alles Fusch hier im Vergleich zum guten Schweißergebnis. Es ist auch immer, ich weiß nicht, ob das jetzt am Gerät liegt oder an dem Draht. Es ist immer, wenn ich noch nicht drücke und mit dem Draht drankomme, dann funkt der nochmal. Das heißt, da ist noch Saft drauf ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wie gesagt, das Gerät stand ewig in der Ecke. Aber
viel zu viel Draht. Das hört sich jetzt als Einstellung erstmals richtig gut an, finde ich. Ist natürlich auch noch zu viel. Aber so hört sich das echt ganz anders an als eben bei den Versuchen. Gucken wir mal, ob wir nochmal in die Kehle kommen, ob hier noch Platz ist an dem Teststück hier vorne. Ein bisschen Platz. Durch da noch mal was reinzulegen und dann soll es das gewesen sein. Also, Fazit, es funktioniert auf jeden Fall. Man muss jetzt natürlich noch die Schlacke abmachen. Wie gesagt, das ist wie mit Elektrode geschweißt. Ich mache jetzt eine Drahtbürste. Ah. Das ist Einstellungssache, will ich mal behaupten. Also hier hat es jetzt öfter ausgesetzt, das sieht nicht so gut aus. Hier, das ging zuletzt, finde ich, wenn man das jetzt noch ausschleift und befreit. Und im Großen und Ganzen würde ich auf jeden Fall sagen, der Draht funktioniert. Das Gerät schweißt auch. Ob es jetzt komplett funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Da würde ich noch wahrscheinlich ein paar Stündchen üben müssen, auch einstellungstechnisch. Das sieht noch nicht so gut aus, wie es aussehen könnte. Und vielleicht auch mal den Draht auf dem anderen Gerät, auf dem Gerät da hinten, draufpacken. Keine Werbung, das ist nur, das habe ich auch schon lange, aber das ist ein sehr gutes Gerät, das von EWM. Und das funktioniert definitiv in allen Bereichen. Da weiß ich dann, da kann ich dann mir eine Einstellung holen oder ein Gefühl für den Draht auch holen, weil der sich doch ein bisschen anders schweißen lässt. Ansonsten werde ich natürlich hier nochmal was bauen. Problem ist, ganz einfach, kann ich euch zeigen, wenn ich die ein bisschen losdrehe, die Schraube, und wir jetzt Draht abnehmen, dann rattert der da dran und dreht die Schraube automatisch fest beim Vorschubziehen quasi. Beim Drahtziehen dreht die Schraube automatisch fest und irgendwann ist sie halt so fest hier, dass er kein Draht runterkriegt. Und mit der einen Rolle als Vorschub packt er das natürlich nicht. Das heißt, das hier wird ein Hauptproblem sein, warum das Ergebnis auch nicht passt. Das ist negativ, das muss geändert werden, aber das ist, denke ich, kein Problem. Das ist ein kleines Negativ. Positiv ist, das Gerät funktioniert. Es hat wenig Draht und viel Draht gespuckt, also der Vorschub funktioniert, es hat wenig Einbrand gehabt, schlecht gezündet und besser gezündet, also werden auch die Schaltstufen funktionieren. Ob es jetzt wirklich 160 Ampere bringt, bin ich unsicher, glaube ich nicht ganz, aber es funktioniert. Das ist schon mal erstens positiv, zweitens positiv, der Draht funktioniert, auch auf anderen Geräten sehr sicher und ja, das ist eigentlich das, was ich heute testen wollte. Bin ich jetzt ganz überzeugt, dass das ganz gut geklappt hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von dem Draht haltet, ob ihr einen ähnlichen Draht kennt und habt. Wie gesagt, ich finde das für daheim super, wenn man keinen Schutzgas braucht und nur wenig schweißt. Wenn man jetzt viel schweißt, ist natürlich Mack eine schönere Geschichte mit Mack, also mit Schutzgas dann. Ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Freut mich, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.